Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, denn masterful, ich teste heute einen neuen Fahrradanhänger und zwar den Cruiser Cargo Tour in Lavarot und mit diesem Video wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Hier steht es nochmal, Cargo Tour Lava Red. Und dann schauen wir direkt mal in den Karton rein. Oha, oha. Okay, okay. Erst einmal würde ich sagen, das Ganze ist auf jeden Fall mehr als ausreichend gut verpackt. Das Erste, was man hier rausholt, ist die Bedienungsanleitung. Und dann hätte ich jetzt gesagt, wir kriegen das Ganze in einem Stück aus dem Karton gezaubert. Ja, und so ist das Ganze natürlich auch gedacht, dass man sich das in der Größe zusammengeklappt, zusammengebaut, nachher einfach überall hinstellen kann, oben aufs Regal oder irgendwo in die Garage, wo man halt gerade Platz hat. Man kann durch die Folie auch schon dieses Lavarot erkennen. Ah, steht jetzt nochmal Cruiser. Okay. Ja, erster Eindruck. Deichsel ist auch noch im Karton drin. Man könnte sogar theoretisch später das Plastik wieder verwenden. Also das muss man jetzt nicht unbedingt wegschmeißen. Oh, das stellen wir einmal kurz zur Seite. Viel drin ist hier jetzt nicht mehr, außer die Deichsel mit Anhängerkupplung. Okay, ich würde gerne... Aha, jetzt haben wir es. Ja, komm. Boah, schwach geworden, ich bin. So, also die Anhängerkupplung ist schon mal richtig gut verpackt. Hier sind auch gleich drei Schlüssel diesmal, okay. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, nur zwei. Ah ja, genau, okay. Hier haben wir dann nochmal die Deichsel. Wie das Ganze dann an den Anhänger drankommt, sehen wir gleich. Und dann haben wir hier auch schon, die Kupplung ist hier direkt, okay, ist sogar abgeschlossen jetzt. Dann muss man das Ganze dann einfach aufschließen, drücken und schon kann man hier die Kupplung rausnehmen. Für die Fatbikes muss man das Stück aufbohren, zeige ich aber auch in diesem Video. Außerdem mit dabei ist dieses Paket. So, hier ist dann nämlich noch einmal das Erweiterungspaket oder das Erweiterungsset für die Bollerwagenfunktion. Da ist auch noch mal eine extra Bedienungsanleitung bei. So sieht das Ganze dann im Karton aus. Wir haben hier, hätte ich jetzt, ach so, ah, okay, das ist hier mit Klettverschluss fest. Hier hätte ich jetzt, aha, dann ist es hier nochmal so. Ich wollte eigentlich nur zeigen, was wir hier drin haben. Und zwar das Rad, das kommt nämlich vorne an den Cruiser dran. Dann sind hier in dem Täschchen großer Imbusschlüssel. Die Schrauben dafür, das ist, denke ich mal, ja, irgendwie auf jeden Fall, mal gucken, wofür die Schrauben sind, kann ich jetzt erstmal nicht erraten. Ah, dafür sind die Schrauben, da sieht man gleich. Ah, das ist ein richtig cooles System. Ich liebe ja diese Alu-Profile. Ah, richtig cool. Da brauche ich mal, wo bleibt denn der Bengel, wo ist denn das Ding? Oh, da brauche ich einmal einen Seitenschneider. Ach, da hinten. Ich wusste doch, auf irgendeiner Fensterbank liegt das Ding. Ja, so wie man sehen kann, ich bin immer noch mitten in der Bauphase. Hier, wo ich stehe, soll ja das Podest irgendwann hin. Aber jetzt knipsen wir hier erstmal die Kabelstrapse ab. Dann haben wir hier eine Stange, kriegen wir die so raus. Also eingepackt ist das definitiv alles schon mal sehr ordentlich. Und das macht auch vom Gefühl her, so, kommt der nachher hier so rein, könnte sein. Ah, hier oben haben wir dann auch wieder diesen Mechanismus, den drückt man rein, hätte ich jetzt gesagt. Ah, oh, fest, sehr schön, okay, also so, es kommt dann ganz, ah, okay, ich vermute mal,
Das Ganze kommt dann so. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Das ist dann nochmal das letzte Stäbchen. Das ist natürlich alles schön. Genau, das kommt dann hier rein. So, müssen wir hier nochmal das Loch treffen. Ah, Klick sagt das. Dann können wir hiermit nachher den Bollerwagen ziehen. Okay, bin ich sehr gespannt. Okay, Werkzeug wieder dahin, wo ich es her habe. Fensterbank. Fensterbank ist immer gut. So, das haben wir. Das zeige ich euch später. Dann hier die Deichsel, das zeige ich euch gleich. Und dann natürlich jetzt noch das große Geheimnis. Wie baut man das Ganze denn zusammen? Ich denke mal, das ist genau wie der Vorgänger. Mal eben schauen, ob wir das Ganze einfach so... Aha, das Ganze ist hier vorne nochmal... Muss ich wieder zur Fensterbank. So, auf der anderen Seite ist das auch nochmal... Bei der Lieferung muss man den halt nochmal abmachen. Auf der Seite genau das Gleiche. Und ich habe mich dafür entschieden, das Ganze kommt wieder auf die Fensterbank. Und dann, ja, können wir ihn ganz einfach aufklappen. Ich würde sagen, für alles Weitere... Stellen wir das Ganze mal auf den Boden. So, für die Knie. So. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Genau, so kommt das Ganze dann jetzt daher. Das Ganze ist halt ja, das Dach. Und da drin sind dann nochmal die Reifen eingepackt, außerdem mit dabei. Ja, da muss ich wieder... Da brauchen wir ihn wieder. Das Ganze hält so natürlich noch nicht. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen weiter freischneiden. Ist auf jeden Fall auch wieder sehr gut eingepackt. So, da haben wir direkt mal das Cruiser-Fähnchen. Ja, könnte man dran machen. Ich weiß gar nicht, ob das Vorschrift ist bei Anhängern. Dann holen wir raus das erste Rad. Aufgepumpt, da sind sie minimal. Hier hinten alles einfach ab. Das Ganze einfach mal frech, wie man ist, auspacken. Da haben wir dann das erste Rädchen. Hier drücken wir, zack, zack, das ist zum Drücken. Und hier ist dann so ein kleiner Mechanismus eingebaut. So sieht man das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen besser. Hier drücken. Und auf der anderen Seite, so, hier vielleicht, ja, müsste man eigentlich sehen. So, und dann, oder? Ach, guck mal, noch mal einen vergessen hier. So, aber jetzt Feierabend für den Seitenschneider. So, und dann haben wir hier auch noch mal das nächste Rad. Ja, wer hat es erfunden? Ich weiß das gar nicht. Die Schweizer waren es nicht. Die sind jetzt auch so links und rechts vertauschbar. Da muss man, glaube ich, Laufrichtung vielleicht. 4,1 bis 6,8 Bar. Ich fahre meinen anderen immer mit 2 Bar. Okay, also da kann ich definitiv noch mal ein bisschen nachrüsten. So wie es aussieht, sind die jetzt nicht laufrichtungsgebunden. Vom Profil her hätte ich jetzt auch gesagt, also die sind nicht wirklich unbedingt laufrichtungsgebunden. Falls man den Cruiser wieder zusammenbaut, diese Dinger, dafür sind Löcher im Boden. Und zwar kann man schon sehen, das eine ist hier, ne, da ist das eine. Und das andere ist das auch noch zu sehen, halt ein bisschen weiter oben. So, wenn man schon so weit gekommen ist, dann klappt man einfach diese Dinger nur noch auf. Auf der anderen Seite macht man dann das Gleiche. Und da an der Ecke kann man ihn auch schon sehen. Diese Klipse sind in jeder Ecke vorhanden und da wird das Ganze dann auch nur noch eingeklickt. Eins, wundert euch nicht, das ist ein bisschen stramm. Zwei, drei und vier. Und dann ist der Cruiser auch fast schon fertig. Hier klappt man das Ganze nochmal drumrum. So. Kann man das Ganze per Reißverschluss einfach zuziehen. Ist gar nicht schwer, das Ding. Und hier vorne ist dann nochmal, oder auch nicht. Ach, das sind jetzt Magnete. Ah, guck mal. Update. Vorher war hier ein Klettverschluss ist das Wort, was ich gesucht habe. Jetzt sind hier Magnete.
Ah, okay. Reflektoren vorne sind da. An den Seiten, da kommen gleich die Reifen rein. Können wir schon mal machen. Das ist auch im Prinzip super easy. Reflektoren hinten sind am Start. Hier würde die Fahne rankommen. Brauche ich aber nicht. Auf der anderen Seite auch nochmal den Reifen dran. Dazu einfach reindrücken hier. Auch diesen Nupsi, den ich gezeigt habe. So, und im Prinzip war es das auch schon. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Deichsel. Stimmt, die habe ich auf die Seite gelegt. Wie wir das Ganze ans Fahrrad bauen, zeige ich euch dann wieder bei Tageslicht. Dann haben wir hier, bisher auch noch nicht gesehen, ist auch noch mal ein kleines Tütchen mit dabei. Hier ist dann so ein Stift. Das Ganze kommt dann einfach hier so draufgesteckt, selbsterklärend. Und das ist dann halt nur noch mal so ein Sicherungsstift. Okay, das Ganze nochmal in der Nahaufnahme. Hier ist dieser Stift. Dann wird das Ganze über diesen Bolzen gesteckt. Macht man das Ganze hoch. Und dann nutzt man diesen Stift nochmal zum Sichern. Auch der ist jetzt magnetisch, so wie sich das anfühlt. Das war es dann auch schon mal vom Aufbau. Was ich nochmal vorführen wollte, die Federfunktion. Dieser Anhänger ist nämlich richtig schön gefedert. Ja. Schön, ne? Die Farbe ist richtig nice. Das war's vom Unboxing. Und den Rest gibt's draußen. Und da ist dann auch schon der Cruiser. Wir kommen zu einem ersten kleinen Review-Teil in diesem Video. Ich habe mir gedacht, jetzt wo er noch so schön sauber ist, gucken wir uns das Ganze auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen mehr aus der Nähe an. Cruiser, Cargo Toure, Lava Rot. Ich finde ihn erstens richtig schön und er hat auch ein paar Updates im Vergleich zum Vorgänger. Das erste, was mir aufgefallen ist, er hat jetzt auf jeden Fall Reißverschlüsse. Nicht nur die hier vorne dran sind, die man dann nach von vorne quasi nach hinten aufziehen kann. Nee, hier gibt es auch ein kleines Update, denn man kann jetzt auch die Reißverschlüsse von hinten nach vorne aufziehen. Der einzige Unterschied an dieser Stelle, haben wir jetzt keinen Magneten oder irgendwie Magnet oder Klettverschluss, was das Ganze dann hier hält. Deswegen muss man da immer darauf achten, dass man hinten auf jeden Fall das Ganze gut verschlossen hat. Und vorne hatten wir ja beim Vorgänger auf jeden Fall einen Klettverschluss. Und hier sind jetzt, man kann es ja auch sehen, hier sind dann so kleine Magneten an dieser Stelle hier oder auch hier vorne eingearbeitet, so dass das Ganze dann immer automatisch, ja, auch, man sieht es schon, es fällt automatisch in Position. Und wenn man dann den Reißverschluss auch noch zuzieht, passt das Ganze richtig gut. Dann noch eine Sache, die ich unbedingt zeigen wollte. Ich bin hier jetzt mit dem Hemiway Zebra unterwegs und zwar aus diesem Grund, weil das jetzt das einzige Fahrrad war, wo ich schon so einen kleinen Cruiser-Adapter dran habe. Ja, der ist jetzt schon ein bisschen blank, der ist nicht mehr so schön neu. Und das Zweite, was ich mit dem gemacht habe, ich habe ihn außerdem an dieser Stelle, wo man den an die Achse hinten dran schraubt, da habe ich den aufgebohrt, denn die meisten Fatbikes haben einfach einen größeren Durchmesser von der Achse her. Deswegen muss man da ja ein bisschen Werkzeug haben, entweder einen großen vernünftigen Bohrer oder irgendwas anderes, womit man das Loch ein bisschen aufbohren oder weiten kann. Aber so ein Bohrer oder so ein Tiefbohrer oder wie auch immer man das, ich zeige euch das auf jeden Fall, ich blende das hier im Video jetzt mal ein, was ich denn meine oder mit welchem Werkzeug ich da genau gearbeitet habe. Damit wir die Deichsel vom Cruiser-Anhänger natürlich auch ans Fahrrad bekommen, brauchen wir an dieser Stelle einen Adapter. Und der wird natürlich auch von Cruiser mitgeliefert. Und zwar dieser hier. Der ist jetzt, wie man so schön sehen kann, nagelneu, unbenutzt, keinerlei Gebrauchsspuren. Da es ja jetzt nicht mein erster Cruiser ist, kann ich euch sagen, ich habe da schon andere Adapter. Das ist der Adapter, den ich an den Fatbikes benutzt habe. Und das ist jetzt auch nochmal ein Adapter, den ich hin und wieder mal an meinem Trekkingrad benutzt hatte, weil ich hatte ja den hier, mein
Original. Also den habe ich mir auf Kleinanzeigen irgendwann nochmal dazu gekauft für 7 Euro. Ich glaube, die kosten so 20, 25 Euro, wenn man die Original bei Cruiser kauft. Schon ganz schön viel, finde ich. Und hier seht ihr auch schon, der ist schon so ein bisschen abgenutzt. Und hier ist dann auch das Loch vergrößert. Und zwar habe ich hier mit diesem Bohrer quasi, mit diesem Lochbohrer auf 12 mm das Ganze aufgebohrt. Ne, passt perfekt. Und wenn man hier sieht, wenn man so einen Originaladapter nimmt, da kommen wir noch nicht ganz durch. Deswegen habe ich den irgendwann mal aufgebohrt. So, zack, perfekt. Der passt dann perfekt für das Fatbike. Und wenn man das Ganze aufgebohrt hat, muss man auch gar nicht mehr so viel machen. Gummikappe ab und dann nur noch diese Schraube hier lösen. Das ist bei fast allen Fatbikes relativ identisch. Ich zeige es jetzt mal am Zebra. So, den dann einfach lösen. Ne, der Originaladapter, der passt aufgrund des Lochdurchmessers hier jetzt nicht drauf. Deswegen das Aufbohren, einfach drüber stecken. Das ist nämlich eine 12 mm Achse. Der Nachteil ist, man hat jetzt natürlich nicht mehr so viel Gewinde. Aber ich habe da noch nie Probleme mit gehabt, dass das irgendwie nicht ausgereicht hat. Das hier ist jetzt ein 18er. So, dann muss man das Ganze so ein bisschen anziehen. So, hier unten ein bisschen gegendrücken, weil sonst will der abhauen nach unten. So, perfekt. So habe ich das jetzt immer. Von der Höhe her richtet sich der Cruiser von alleine aus. Und dann klick, fertig ist das Ganze. Man könnte das Ganze jetzt noch mit dem Benzel hier irgendwie am Rahmen sichern. Ne, dazu macht man den ab. Dann, ja, das ist jetzt nicht ganz so leicht. Geht das hier, wenn ich da durchgehe? Ja, geht gerade eben. Zack und fertig ist das Ganze. Hier könnte man dann noch mit den mitgelieferten Schlüssel das Ganze abschließen. Das heißt, dieser Knopf hätte dann keine Funktion und kein Fremder könnte hier irgendwie beigehen und diesen Anhänger quasi abnehmen. Ja, das ist eigentlich auch nochmal nur so eine Sicherheitsschlaufe hier. Die macht man irgendwie nochmal im Gepäckträger oder am Rahmen fest. Ich habe da jetzt hier für die Testfahrten einfach mal drauf verzichtet, weil ich auch nicht wirklich viel Equipment. Ich habe jetzt nur mein Video-Equipment quasi hier im Anhänger drin. Jetzt kommt ein Auto. So, ich habe den Anhänger mal aufgemacht. Eine Sache, die ich dann auch noch mal zeigen wollte. Hier sehen wir maximal 45 Kilo Zuladung, maximal 60 Kilo Gesamtgewicht für den Anhänger und die Stützlast auf der Anhängerkupplung, auf der Deichsel 3 bis 11 Kilo. Damit ist die Last gemeint, die hier quasi auf diese Schraube, auf diesen Adapter wirkt. Was der Vorgänger auch schon hatte, ist hier hinten nochmal so ein kleines Fach. Da könnte man zum Beispiel das Ganze jetzt ein bisschen aufrollen und dann hier reinmachen oder man könnte da irgendwas anderes drin verstauen. Ansonsten hat sich hier jetzt von drinnen im Vergleich zum Vorgänger nichts geändert. Die, die den Cruiser noch nicht kennen, ja, das ist jetzt meine Renovalk Fahrradtasche und mein ganzes Equipment. Dann haben wir hier ein Loch. Das Ganze haben wir dann hier vorne auch nochmal. Und diese Löcher sind einfach dazu da, wenn man das Ganze nochmal zusammenklappen möchte, nimmt man den Reifen hier, ja, damit er nicht umkippt, ich halte ihn mal fest, nimmt man den Reifen einfach ab. Dann hat man hier diesen Zapfen und dafür sind die Löcher da, damit man das Ganze einfach irgendwo zusammengeklappt richtig schön an die Wand stellen kann. Vom Material her muss ich sagen, das Ganze fühlt sich richtig gut an. Ich habe auch das Regencape. Allerdings muss ich sagen, dass das Ganze sehr wahrscheinlich auch mehr als nur Spritzwasser geschützt ist oder auf jeden Fall Spritzwasser geschützt ist. Dass halt das Hauptproblem natürlich auch hier wieder die Nähte sind, falls es mal so richtig regnet. Deswegen habe ich da natürlich auch das Regencape am Start. Dann hier auch nochmal die Federung. Also hier ist wirklich echt gut gefedert. Das gefällt mir richtig gut.
Dann haben wir noch einen weiteren Karton. Einmal gibt es das Regenverdeck für den Cruiser, zeige ich euch gleich. Dann haben wir noch, ja, in dem Karton ist das Bollerwagen-Set, bestehend aus einer extra kleinen Anleitung. Die ist auch wichtig. Dann ist hier so ein kleines, ja, Bollerwagen-Rädchen mit dabei. Dann eine Tasche, da kann man das Rädchen ganz gut verstauen. Ein Imbusschlüssel, den braucht man auch. Hier ist noch meine Cruiser-Gebrauchsanleitung dabei, die brauchen wir jetzt nicht. Dann haben wir hier die Stange, quasi die Stange für den Bollerwagen. Hier nochmal eine Verlängerung. Na, wie einfach ist das jetzt hier? Okay. Ah, okay. Dann ist hier der Adapter, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Und dazu gibt es jeweils zwei Unterlegscheiben und zwei Imbusschrauben in der Länge. An der Vorderseite des Anhängers müsst ihr jetzt diese schwarzen Verschlusskappen einfach irgendwie abbekommen. Okay, das war jetzt eine schwere Geburt, würde ich sagen. Okay, es ist sogar ganz easy, von unten nach oben durchzustechen. Dieses Loch geht nämlich bis nach unten durch. Das hat jetzt gut was gebracht. Die nicht wegschmeißen, falls man die Löcher irgendwann mal wieder verschließen will. Bei dem Teil die schwarze Seite, die Plastikseite, ja, nach oben. Und dann geht hier einfach durch die Löcher von ganz unten nach oben durch. Beide Löcher sind hier durchgehend. Dann versucht ihr das Ganze so ein bisschen hier einzuführen, sodass die, okay, die erste Schraube hat angezogen. Kann natürlich auch den Imbusschlüssel zur Hilfe nehmen, wobei sich der natürlich nicht so perfekt drehen lässt. So, und man kann jetzt, das hätte man so auch einfacher haben können, so diese zwei Dinger. Und jetzt kann man das Ganze einfach wieder reinklicken und runterschieben, bis zum Anschlag am besten. Und jetzt noch mit dem Imbusschlüssel diese Schrauben festziehen. Und wenn ihr das geschafft habt, braucht ihr im Prinzip nur noch das Rad. Ich würde sagen, es kommt so rum, schiebt man von unten einfach rein und von oben hat man dann für die Stange eine Nut. Da muss man noch den Knopf runterdrücken, der hier ist, und dann ist das Ganze schon fertig. Jetzt noch einfach die Deichsel entfernen, das ist bei Cruiser ja auch mega einfach, und schon kann es losgehen. Boah, das ist ja, der ist ja mal mega leicht. Dann will ich natürlich das Regenkit nicht vergessen. Auch hier ist das Ganze nochmal schön. Ich räume auf jeden Fall gleich auf, wenn ich hier gehe. Oh, schönes Neongelb mit extra Täschchen. Wenn ich bei meinem anderen Cruiser mir das Ganze angucke, dann ist das nicht mehr so schön gelb. So, wir haben hinten auch wieder eine Durchführung für die Fahne. Die zeige ich euch auf. Auch gleich nochmal. Vorne sind zwei Schlaufen. Die kommen, ja, und dann kommt das Ganze hier einfach so vorne über die Reflektoren drüber und hinten wird das einfach runtergezogen. Natürlich nicht über die Reflektoren hinten drüber, sondern so leicht dahinter klemmen. Hier ist das Löchlein für die Antenne und jetzt ist das Ganze auf jeden Fall auch nochmal regendicht. Das mit der Fahne hinten dran zeige ich euch vollständigkeitshalber natürlich auch nochmal. Tada! Mit Cruiser-Fähnchen. Okay, dann habe ich euch alles gezeigt. Kommen wir zu einem Fazit. Regenverdeck macht einen sehr hochwertigen Eindruck, wobei ich sagen muss, die Farbe Rot vom Anhänger gefällt mir deutlich besser als dieses Gelb und auch deutlich besser als die Vorgängerversion, die ja so grau war. Das Bollerwagen-Set, muss ich sagen, finde ich wirklich klasse. Also das ist, also eine schönere Erweiterung gibt es ja gar nicht. Man kann jetzt richtig schön auch einkaufen gehen. Ne, man kann hier den Reißverschluss von hinten öffnen. Hier sind Magnete eingearbeitet. Das funktioniert hier richtig gut. Also Magnete, damit das hier vorne auch anliegt. Man kann das Ganze diesmal auch von hinten öffnen. Das ging beim Vorgänger noch nicht. Das finde ich eine mega Erweiterung. Also absolut toll, muss ich sagen. Wir haben Reflektoren, zwei weiße vorne, an den Seiten
haben wir den Reflexstreifen und hinten haben wir zwei rote Reflektoren und mehr braucht es auch nicht, wenn ich jetzt richtig informiert bin, bei Anhängern. Also selbst leuchten wie Fahrräder müssen die jetzt nicht. So, das Bollerwagen-Set, hier ist dann nochmal so ein Knopf, da drückt man drauf und dann kann man das Ganze einfach oben rausziehen und das Rad nach unten rausziehen und den Adapter kann man einfach dran lassen. Und dann schwuppdiwupp ist das Ganze auch wieder umgebaut zum Fahrradanhänger, also auch die Deichsel. Auch das ist jetzt Magnetverschluss hier, auch das war vorher nicht so beim Vorgänger oder es funktioniert bei mir nur einfach nicht mehr. So, da ist der Cruiser Cargo Toure fertig und wir können das Ganze wieder ans Fahrrad anschließen. Für das Rad gibt es hier tatsächlich ein kleines Täschchen. So, das macht man hier rein, dann macht man zu, das kann man mitnehmen. Auch das passt, achso, die könnte man sogar noch kürzen, habe ich noch gar nicht gesehen. Diese Länge und ganz kurz wäre diese Länge. Ja, entweder lässt man es, passt es so rein, ja, nee, nicht ganz. Deswegen muss man, um es transportieren zu können, muss man es einmal auseinanderbauen, dann passt es auch in den Anhänger rein, kann man mitnehmen. Hierfür war jetzt keine Tasche dabei. Regencape habe ich jetzt mal auf die Schnelle zusammengeknödelt. Auch hierfür gibt es einen Täschchen, passt wunderbar auch in den Cruiser rein. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, wie eigentlich immer mit den Videos auf meinen YouTube-Kanälen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.